Wenn du erfahren möchtest, wie man aus kleinen Zähnen wunderbar schöne proportionierte Zähne zaubern kann, schau dir dieses Video an. Zu kleine Zähne sind oft ein großes Problem, weil dann die Zähne lückig sind, weil sie sind ja zu klein für den Kiefer. Das heißt, man hat sehr, sehr viele Zahnlücken. Dann ist es auch noch so, dass man immer noch in einem Kindchenschema steckt, weil kleine Zähne immer ja mit einem Milchzahngebiss assoziiert werden. Und wenn man zu kleine Zähne hat und erwachsen ist, dann sieht man irgendwie immer niedlich aus. Und an diesem Beispiel seht ihr jetzt, was zu kleine Zähne ausmachen. Das heißt, wir haben Zahnlücken, wir haben vorne eine Zahnlücke, wir haben aber auch zu kleine Zähne, wir sehen zu viel Zahnfleisch. Also zu kleine Zähne sind oft auch damit verbunden, dass wir auch gleichzeitig ein Zahnfleischlächeln haben. Und jetzt aus diesen zu kleinen Zähnen große Zähne zu machen, ist etwas ganz Besonderes und bedarf zwei Schritte. Der erste Schritt ist eine Zahnfleischkorrektur. Denn ich möchte den Zahn größer machen, aber nicht nach unten hin, also nicht zur Schneidekante hin, sondern nach oben hin zum Zahnfleisch hin. Und ich möchte ihn ja deswegen größer machen, weil ich will nicht nur einen größeren Zahn projizieren in der Länge, sondern ich möchte ihn auch größer in der Breite haben. Und wir haben ja gelernt, ein schöner Zahn ist immer ein Optimalverhältnis zwischen Zahnlänge und Zahnbreite. Das heißt, in dem Moment, wo ich einen Zahn verlängere, muss ich ihn auch verbreitern, damit er hübsch aussieht. Und in so einer Situation hilft uns das, weil was wollen wir? Wir wollen den Zahn verbreitern, damit wir die Zahnlücken schließen, und wir wollen ihn ja auch verlängern, damit wir das Zahnfleischlächeln weg haben. Und da spielt jetzt das Ganze zusammen, und der erste Schritt ist es, das Zahnfleisch zu korrigieren, das heißt Zahnfleisch wegzumachen, damit wir den Zahn nach oben hin verlängern und dann durch die Veneers den Zähnen ein neues Aussehen, neue Proportionen zu geben. Und hier seht ihr das Nachergebnis, und ich finde, es ist sehr faszinierend, was wir aus diesem Lächeln gemacht haben, denn wir haben das Zahnfleisch korrigiert, also das heißt, wir konnten quasi die Zahnlänge nach oben hin verlängern. Und wir konnten dadurch die Zähne verbreitern und damit auch die ganzen Zahnlücken schließen. Und wenn ihr euch jetzt das Vorher und Nachher anschaut, dann seht ihr, es ist fast wie Magie, wie man aus diesem, sage ich mal, lückigen kleinen Zahnlächeln mit Zahnfleisch so ein perfektes, schönes, harmonisches Lächeln macht, das sich auch noch optimal in das Lächeln, in den Gesicht der Patientin einfügt. Und das sind die großen Ergebnisse, die mich so glücklich machen, weil man tatsächlich jemandem die Möglichkeit gibt, mit seinen Zähnen selbstbewusst zu lachen, aus sich herauszugehen, andere Menschen zu begegnen. Und vorher schämt man sich eher und versteckt sein Lächeln, und hinterher kann man richtig selbstbewusst und offen in die Welt hineingehen. Wenn schöne Zähne für dich genauso wichtig sind wie für mich, und wenn dir unsere Videos gefallen haben und du immer up to date sein möchtest, wie du dein Lächeln verschönern kannst, dann abonniere unseren Kanal.